ein weiteres herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, ich befinde mich hier in einem Tunnelgang und am Ende des Tunnels ist kein Licht, sondern wie wir alle feststellen können, ist das wohl ein schlafender Schattenläufer. Ich versuche den mal direkt anzugreifen. Ich müsste eigentlich genug Kräftchen haben und eine gute Rüstung, dass ich ihn eventuell... Ja, es könnte klappen. Ja, los, mach hin. Roland, mach hin. Jawohl. Rutscht er mal ganz galant so die Felsenwand herunter. Aha, jetzt komme ich hier raus. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Hä? Ups. Hilfe. Was ist denn das für ein See? Also Leute, cool. Moment mal. Nee. Kann das sein, dass es nicht sein kann, wenn es sein könnte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mal speichern. Tja, dann rutschen wir mal hier ein bisschen hinab und schauen wir mal, ob wir dann wieder zurückkommen könnten. Ja, also der Rückweg ist sicher. Ist safe. Und hier ist irgendwie so eine Art Sebensteinchen drin. Und ein Felsbrocken. Ah. Mann. Gut, okay. Machen wir den Weg hier. Ja. Häng doch nicht hier rum. Jetzt. Ach ja. Schauen wir mal, was hier so in der Umgebung ist. Vielleicht ist hier was zu sammeln, zu looten. Ein Pfeil. Dann haben wir hier mittlere Wunden heilen. Noch ein Pfeil. Langbogen. Mhm. So, Lauflieder. Und was ist denn hier passiert? Okay, da war lag ein Skelett. Und schauen wir mal, Buddlerfleisch. Was es noch so einigermaßen gibt. Gletscherquarz, eine Fackel. Nee, habe ich eine Fackel gesehen? Nee, das war ein Bergkristall. Ja. Mhm. Ein paar Heilpflänzchen. Oh, da hat er mal einen Vorwärtssprung gemacht, den ich nicht wollte. Ja, habe ich denn schon erzählt, dass ich viele schöne Kommentare und hilfreiche Kommentare von euch bekommen habe? Herzlichen Dank dafür. Ich werde später nochmal drauf eingehen. Und, erstmal gucken, was es hier so hat. An Besonderheiten. Hier geht es hoch. Und da hinten ist was. Goblin Elite Krieger. Aha. Oh, oh. Dann werde ich mal kurz was im Schnellformat essen. Und gespeichert habe ich auch schon. Gucken wir weiter. Was ist denn hier noch so zu finden? Ich bin ja hier von da unten gekommen. Geht's denn da irgendwo weiter? Irgendwie kann man da rumkraxeln. Sieht nicht so aus. Kann ich da runterspringen und schwimmen und irgendwo anlanden? Wenn das möglich wäre, aber ich glaube eher nicht, oder? Geht das noch irgendwie? Ich glaube, das sieht... Nee, ich glaube, das werde ich mal weglassen. Und da mal nicht suchen. Wenn es doch was geben sollte, dann wisst ihr Bescheid. Dann machen wir mal einen kurzen Eintrag in die Kommentare und sagen, hey, da hast du was vergessen. So wie das Yataris ganz gut macht. Okay. Das war ja nichts. Wo ist die Waffe? Da ist die Waffe. So, den Elite-Krieger haben wir dann auch. So, wenn hier so eine Vorhut ist... Und Goblins erwarte ich auch, dass noch mehrere kommen. Oh, hier geht es aber ganz schön steil runter. Okay, hier ist nichts. Ah. Also gucken wir mal, was es hier gibt nachher. Oh, ich dachte schon, Weltenwechsel. Dann geht ja nicht Weidenbeere. Wo bin ich? Ich hab die. Oh, jetzt geht's hier links noch hoch. Darüber. Aha, und da geht es irgendwo ins Nirgendwo. Okay, dann werden wir das mal hier ganz gemächlich
suchen. Und hier sehen wir einen Holzstumpf, eine Baumsäge. So ein Fleischwanzen. Ja, die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Was ist das bloß für ein Hinweis? Fleischwanzen. Hier ist auch noch eine. Okay. Aber das war das dann. Oh, hier liegt nochmal eine Säge rum, meine Herren. Okay, das mit dem Baumstumpf, das wissen wir. Baumstamm, das wissen wir, wie das funktioniert. Hier hat einer seine Feschbäume hier liegen lassen. Das ist aber schön, richtig schön gemacht. Die Vespa auf dem Schafsfell. Also Vespa, das sagt man so im Baden-Württemberg, gell? Ja, da habe ich mal eine Zeit lang gewohnt. Da oben ist eine Höhle. Mhm. Da bin ich, Moment mal. Oh, weia. Da bin ich auch wohnhaft gewesen. Ich glaube, 4 Jahre. Davor habe ich in der Eifel gewohnt. Ich hatte ja in einer Folge mal erzählt, aufgrund meiner komischen Dialekte, dass ich die auch gerne spreche. Und als ich zum ersten Mal in der Schule war und es wurde zur Pause geklingelt, da hat man mich gefragt, ja, Hanoi, hast du Vesper dabei? Und ich so als Eifelaner damals, Moment mal, was ist denn Vesper? Ja, Pausenbrot. Ach so, alles klar. Vesper. Ja, das war dann der Vesper-Willi, der mir das erzählt hat. Was ist denn hier wieder los? Warum geht das hier so tief runter? Das sieht da sehr suizidal aus. Soll ich das machen? Soll ich das riskieren? Nachher gibt es einen Stunt-Modus. Ich weiß es nicht. Ich werde mal speichern. Probieren geht über Studieren. Achtung, fertig. Und down. Ach, da geht's runter ins Wasser. Okay, das macht der jetzt schon mal ziemlich. Ja, siehste. Standbonus. Und was jetzt? Der liegt da einfach so tot rum. Super Standbonus. Da werde ich das mal ein bisschen nicht so vorsichtig machen. Ein bisschen unvorsichtiger. Also nehmen wir ein bisschen Anlauf und Stunt go. Da klatsche ich wieder. Okay, diesmal hat es geklappt. Ich freue mich. Okay, nicht jeder Stunt verläuft lebensrettend. Aber es geht hier nicht irgendwo. Hallo. Muss ich jetzt auch noch tauchen? Tatsache, ich muss auch noch tauchen. Hm. Ich bin so blöd, ne? Warum gehe ich jetzt wieder nach oben? Ganz einfach, weil ich wissen will, ob noch irgendwie eine andere Öffnung in den... Da... Man kann ja auch nicht hochgucken. Dann sieht man nämlich gar nichts mehr. Okay, also tauchen. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Hier war das hier? Ja, da ist es. Da müsste es sein. Ich habe den Verdacht, dass es dann zum See geht. Dass wir dann irgendwie da... Aber hier gibt es wieder so eine Wasseroberfläche. Ich mache wieder eine auf Jacques Cousteau hier. Ja, Jacques Cousteau war in den 60er, 70ern so ein Meeresforscher mit seinem Schiffchen. Diese Filme habe ich gerne geguckt. Nee, es geht nicht auf zum großen See, sondern es geht da hinten so lustige... Vagane, Salamander. Was sind das für Peoples? Okay, das werden wohl... wie heißen die dunklen Varane nochmal? Schwarze Varane? Ich vergesse die Namen immer hier. So, das ist ein Alligator. Alligator. Das erinnert mich an was. Alligator, komm her. Oh, ist der süß. So. Dann wollen wir meine Handtasche für meine Freundin nähen. Ja. Da mal was abziehen konnten. Grock. Eine rostige Axt. Noch was? Nur ein Dunkelpilz. Also ich mag das ja, dass es alles hier so verwinkelt, verhöhlt ist. Unterhöhlt, ausgespült. Vom Wasser. Geologisch gesehen, klasse. Also das macht so Spaß. Was Neues entdecken. Aber dabei nicht vergessen, was ich noch im Hintergrund zu tun habe. Okay, Logbuch gucke ich mal. Aber wie schon gesagt, ich habe mir schon so einiges aufgeschrieben. Und dank eurer Kommentare weiß ich, dass ich noch wohin muss. Aber da komme ich mal... Ja, es ist richtig. Ein Bergkristall am Bergkristall. Oh, der klebt richtig da. Das ist ja mal eine gute Sache.
Nicht also abbrechen, da das Stück. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob ich Alligatoren heute gezogen habe. Ah, ein bisschen Gold liegt hier auch noch rum. Gut, große Frage. Zack. Ach, hier ist nochmal Gold. Wie komme ich hier wieder raus? Da gab es hier. Moment mal, wo bin ich jetzt eigentlich aufgetaucht? Links oder rechts? Was war das? Noch ein Goldbrocken. Soll ich mal das Irrlicht befragen? Vielleicht habe ich ja was vergessen. Fragen wir das irrende Licht. Um es mich noch weiter zu verirren. Wo ist das Amulett des irrenden Lichts? Na, da ist es doch. Wunderbar. Such mir etwas. Such einfach alles, was du finden kannst. Irrlicht ist summ oder ist dumm. Aha. Da ist noch was. Was ist denn da? Schwefel. Noch mehr Schwefel. Also klappt das mit dem Irrlicht eigentlich ganz gut. Ah, ich muss mich erst nochmal daran gewöhnen, ob das... Ja, es searcht so umher. Hier ist also nichts. Ich glaube, ich muss dem Irrlicht auch so ein bisschen mal so die Richtung weisen. Los, hier ist was. Aha. Gut, das habe ich auch schon vorher gefunden. Aha. Hier habe ich was vergessen. Was habe ich denn hier vergessen? Hier ist nichts. Ja, dann nicht. Das will mich doch nur verwirren. Hab mal zwischenzeitlich gespeichert. Nein, ich will dich ablegen. Warum habe ich das gemacht? Einfach zu wissen, ob dann was anderes angezeigt wird. Nö. Das Irrlicht liegt da rum. Gut, okay. Wollen wir uns nicht mal weiter beirren lassen von dem Irrlicht. Jetzt muss ich mal gucken. Also bin ich jetzt von hier gekommen? Fragezeichen. Ich habe mir das nicht eingeprägt. Also hier habe ich den Alligator. Dann kam ja der andere Alligator. Ich gehe jetzt mal hier rein. Bin mir nicht sicher, ob ich... Also gibt's... War, glaube ich, die Stelle, ne? Oder? Nee. Müsste ja dann die Höhle sein. Na, taucht doch mal auf. Ja, das habe ich mir gedacht. Da ist nämlich das große Gewässer, welches wir eben gesehen haben. So schließt sich der Kreis. Noch was vergessen eventuell? Weiß ich nicht. So, schwimmen wir mal an Landdinger. Da sieht's gut aus. Dann gehen wir dann wieder zur Gabelung hin, wo wir hergekommen sind. Genau, hier sind wir hoch. Genau, da sind wir runtergesprungen. Und nun geht's weiter. Es geht heiter weiter. Mit diesem sonnigen, schönen Wetter. Zu gucken, ob was liegt. Oder ob wir hier schon mal waren. Nee, sieht nicht danach aus. Aber da hinten brennt ein Licht, ein Feuerchen. Werden wir doch erstmal hier hingehen. So. Kommt mal an hier. Hab doch gesagt. Das ist ja nur die Vorhut gewesen. Okay. Noch wer? Braucht noch wer irgendwie? Ah, okay. Die haben ja nur Fische. Nicht zu holen. Da waren noch drei. Da ist nicht zu holen. Oder? Da ist nicht zu holen. Okay, da hatte der halt eben nichts. Und es gibt noch jede Menge Zeug. Feuerkrauten. Dunkelpilzen. Und, okay, wenn wir mal bis hierhin mal scannen. Oh, kleiner Lederbeutel. Und uns dann hier den Bereich noch vormerken, dass wir den nachher auch noch zu scouten haben. Dann bin ich mal gespannt, was wir hier haben. Aha.
Aha. Speicher. Tja, das wird interessant, was hier ist. Gibt's auch Fangheuschrecken. In diesem Turmbereich gibt's wohl nichts. Auch keine Kräutertjes. Oh! Oh, Lagerfeuer? Nein, nicht Lagerfeuer. Okay. Okay, das war ein Schatten. Meine Fresse im Himmel. Gucken. Geht ein bisschen steil hier ab. Abschüssigst. Oh, upsala. Eine Weidenbeere und irgendwas war doch noch. Eine Feuerkraut. Jo, gucken wir mal, ob wir hier... Ja, okay. Also um des Turmes herum gibt es noch ein bisschen Kräuter und Pilze. Und eine Waldbeere. Einen schmalen Spalt, durch den ich gerade mal so durchkomme mit meinem mit meiner Rüstung. Okay, dann werden wir mal hier hochklettern und schauen. Ja, ja! Meine Freunde, die Fangheuschrecken. Mal gucken. Wollen wir das mal von der anderen Seite mal vorsichtigst. Okay. Was war denn das? Ein Eschenbogen? Wieso... Ja, ist gut. Oh, ich hab das doch nicht verloren hier. Das muss doch vorher gelegen haben. Okay. Weiter geht's. Oder nochmal gucken? Nee. Schinken. Wacholder, ah ja, da ist schon die erste Fangheuschrecke, die mich wieder bezirzen will. Ich schätze mal, die ist hier. Ja, genau. Oh, gleich zwei, drei. Okay. Das wird eng. Das wird eng. Okay. So, mal wieder im Schnellmodus essen. Toll, und während ich esse, kommt natürlich eine Fangheuschrecke an. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber deswegen habe ich mal eben schnell umgeswitcht. Gut. Ich glaube, hier gibt es keine Gefahr mehr. Hier gibt es nur noch mehr Kräuter und Pilze. Mhm. Butlerfleisch. Weidenbeere. Butlerfleisch. Ach, hier gibt es einen kleinen Zugang in der Verengung. Auch gut. Na? Und den habe ich auch ein bisschen was gegessen. Eine Fackel, eine Heilpflanze. Hier liegt ja zum Lieb unheimlich viel rum. Manometer. Okay, ich glaube, der Bereich ist gesaved. Bevor ich da jetzt reingehe, werde ich mir noch ein bisschen was essen und abspeichern. Jo. Jetzt gucken wir mal, was es hier so alles gibt. Na, kommst du denn da hoch? Er kommt da hoch. Gucken wir uns das mal von unten an. Na. Hier geht es irgendwo hinein. Und da gibt es eine Wendeltreppe. Und ein Bettchen. Und eine brennende Kerze. Und eine Truhe. Gucken wir mal. Die dürfte zu knacken sein. Okay. Ah, okay, haben wir ja geschafft. Was haben wir denn hier? Schwefel, Mana, Essenz. Okay. Haben wir auch. Weiter geht's. Was erwartet uns da oben? Vielleicht gibt's ja noch einen Eremit oder... Wo geht's denn hier hin? Okay. Hier ist wohl irgendwie ein Glitch in der Matrix. Texturfehlertjes, aber nicht schlimm. Okay, jetzt sind wir hier oben drauf. Okay, jetzt haben wir hier... Oh. Aha, okay. Hä? Gut, hochklettern. Ich will hier hoch. Das ist ja nicht so einfach hier. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg probieren. Vielleicht kommen wir hier hoch. Ja, das geht doch. Aber hier gibt's nichts. Oder?
Oder? Jetzt muss ich mal ein bisschen hier vorsichtig klettern. So. Das könnte knapp werden. Nein! Oh. Gucken, ob wir hier direkt hochkommen. Nee. Mal gucken, gibt's da überhaupt was? Aha. Lustig, eine Verspiegelung. Okay. Ja, okay, hier gibt es ein bisschen Fehlertjes. Das ist bestimmt dem Render geschuldet oder Elhiva, ich weiß es nicht. Oh, jetzt muss ich hier runter. Das wird übelst. Okay, da müssen wir ganz langsam sein. Yep, das haben wir geschafft. Dann gehen wir wieder die Treppe runter. Ja, und weiter? Weiter? Weiter weiß ich nicht. Gehen wir mal hier zu den anderen Peoples. Und zwar hier in diesem Bereich waren wir ja schon. Bis auf da hinten den Bereich. Hier gibt es einen Unterstand. Und da hinten steht ein anderer. Also ein Unterstand. Ein Unterständiger, der nicht im Unterstand steht. Oder unter dem Unterstand. Mein Gott, was ein Umstand. Okay, aber trotzdem werden wir hier ein bisschen noch looten. Wer ist denn das? Ne, ich werde das noch nicht verraten, wer das ist. Aber auf jeden Fall sieht der freundlich aus. Freundlich. Aber erstmal gucken. Was gibt's denn hier? Eine Pfanne zum Braten? Ne, ist zu weit entfernt, die Pfanne. Gucken wir mal. Ich kann bestimmt Fleisch braten. Machen wir mal 50 Stück Fleisch. Lecker. So, sonst noch was? Ja, Bettchen nicht, eine Truhe. Und das Fell will ich haben. Wird aber nicht angezeigt. Genauso wenig wie das Fell, oder? Nee, kann ich nicht nehmen. Okay. Ah, oh Gottchen, was ne Doppelkombo. Ja, dann schauen wir mal. Ist hier ein Feuerkraut zu liegen? Speichern? So, schauen wir mal, wer bist du denn? Alligator Jack. Alligator Jack, yeah. Hey, du. Hallo. Hey, was hast du hier zu suchen? Ich wollte... Am besten gehst du zurück, woher du gekommen bist, sonst erfüttert dich unser Captain noch an die Haifische. Alligator Jack, das ist doch derjenige, der auch in der Korsaren-Mod drin war. Was ist denn hier los, Junge? Was ist hier los? Ja, klar. Das werde ich dir gerade auf die Nase binden. Mach, dass du wegkommst. Na, du bist aber sehr freundlich. Wie geht's? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Du siehst aus, als ob du auf der Jagd wärst. Nun, wenn du es unbedingt wissen willst, ja. Und was jagst du? Alligatoren. Endlich sind wieder ein paar von den Bestien aufgetaucht. Dachte eigentlich, dass es hier überhaupt keine mehr gibt. Tja, irgendwo müssen die hier wohl ein Versteck haben. Ist denn das Fleisch von Alligatoren überhaupt genießbar? Überhaupt nicht. Das einzige Fleisch, was man hier in der Gegend essen kann, ist das der Sumpfratten. Und warum jagst du dann die Viecher? Och, nur so zum Zeitvertreib. Außerdem traut sich sonst keiner bei uns im Lager, sich mit den Bestien anzulegen. Die haben vor den Alligatoren jede Menge Respekt. Du anscheinend aber nicht, wie es aussieht. Trotzdem, eine Alligatorenjagd ist nicht ungefährlich. Ah, du hast recht. Man muss höllisch aufpassen bei diesen Bestien. Aber das reizt mich eben. Ich liebe die Gefahr. Wie sieht es eigentlich mit dir aus? Wäre so eine Jagd nichts für dich? Oder hast du Angst? Angst hätte ich jetzt nicht. Aber was habe ich von der Jagd? Du sagst ja selbst, dass das Fleisch dieser Tiere ungenießbar ist. Mhm. Was hältst du von einer Wette? Ich könnte dir einen wertvollen Ring geben, wenn du die Viecher erlegst. Wenn du hingegen die Jagd aufgibst, zahlst du mir 200 Goldstücke. Nun, was sagst du? Wenn du unbedingt deinen Ring verlieren willst, von mir aus. Ich nehme die Wette an. Also gut, die Wette gilt. Sag mir Bescheid, wann es losgehen soll. Wir werden dann gemeinsam zum See gehen. Oh. Jage deine Alligatoren selber aufgeben. Nee, das machen wir nicht. Ja. Pass auf, wir machen folgendes. Wir werden erstmal hier ein bisschen gucken, was es hier noch gibt. In dem Bereich. Und dann werden wir Alligatoren Jack folgen. Das wird wahrscheinlich da unten sein, ne? Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Jetzt verstehe
verstehe ich. Da unten steht noch einer und wir... Ja, das ist der Strand, den wir in einer Folge von Weitem mal gesehen haben. Ach, wisst ihr was? Dann werde ich ihn doch anquatschen und sagen, los, jetzt könnt's losgehen, nachdem ich gespeichert habe. Hey! Lass uns Alligatoren jagen. Na, dann zeig mir mal deine hungrigen Alligatoren. Na klar doch, komm mit. Okay, also in die Richtung ging's nicht. Wo will er hin? Weiß ich nicht. Gucken. Ach, er bleibt auch automatisch stehen. Kann ich hier in Ruhe noch irgendwelche Sachen hier einpflanzen? Einpflanzen. Abpflanzen, wegpflanzen. Die den Blick behalten. Das sollte ich auch mit der Zeit tun. Ach, wie die Zeit vergeht, Leute. Okay, das machen wir einfach auf dem Rückweg. Ich will wissen, wo die Alligatorchen sind. Ich bin schneller. Ach so. Jetzt kommen wir da wieder an. Alles klar. Okay, dann überspringe ich das mal an bis zu der Stelle, wo mich Alligator Jack hinführt. Oh, hier müsste das sein. Ja. So, wir sind da. Da vorne findest du die niedlichen Tierchen. Ich werde hier auf dich warten, bis du mit der Jagd fertig bist oder bis du aufgibst. Na, die werden doch einfach zu handhaben sein, oder nicht? Ich hatte ja vorhin schon zwei Stück erledigt. Gucken wir mal nach. Okay, das ist einer. Niedlich, ah ja, da hinten ist ja noch einer. Oh. Okay, na. Oh, der hat mich ja ganz schön, ne? Der hat mich ja ganz schön, hat er mich. Mal eben was essen. Auf zum nächsten Alligator. Okay, da sind noch ein paar. Na. Ah, jetzt hat le. Schwupps, schon ist meine Lebensenergie wieder aufgeladen. Ich habe mal wieder mal im Schnellverfahren was gefuttert. Wir holen uns den nächsten raus. Und hauen den auch. Oh mein Gott, sind die garstig und widerspenstig, die Alligatoren. Oh. Los, komm. Ich will nicht, dass ihr beide auf einmal kommt. Oh, da hinten ist noch einer. Da hinten links. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, Mann, daneben. Ah, das muss auch mal sein. Nochmal einen heranlocken tun. Also sind die also richtig schön schwierig. Das war ja wieder toll. Gehen wir mal ein bisschen weiter raus. Am besten, wo es ein bisschen plan ist, weil ich der Meinung bin, dass wenn ich abschüssig... Wenn ich bergab kämpfe, dann kann der mich besser treffen. Wenn das nicht so sein sollte, ein Kommentar wäre es wert, finde ich. Das ist nämlich meine Theorie. Mal wieder im Schnellmodus mal was essen tun. Damit ihr seht, was ich im Inventar habe. Ein paar Tränke habe ich noch, das ist klar. So, der nächste. Der nächste hungrige Galliator. Nee. Ah, Krokogator, oder wie heißt das Vieh? Krokogator. Ist da noch einer oder sind da zwei? Na, zwei. Wahnsinn. Wahnsinn. Das kommt. Nein, nicht beide, um Himmels Gottes. Los, komm. Der eine ist weit weg, das ist gut. Hoffentlich schaffe ich die einigermaßen. Nein! Ah, Mist! Okay, gerade mal eben so geschafft. Naja, so wird halt eben der Keks zerbröseln für die Alligatoren. Einen haben wir noch, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Es
Der springt auch noch zurück. Okay, ah, der hat mich nicht so arg verletzt. Aber mir eben mal schnell hier nochmal kurz was absuchen. Dann geht es rutz, zurück zum Jack, zum Alligator Jack. Yep. Und dann haben wir auch die Quest beendet. Und dann ist auch schon leider die Folge wieder zu Ende. Ich wollte ja eigentlich nochmal wieder zurück zur Ogerhöhle, weil Taris freundlicherweise noch ein paar Hinweise gegeben hat, dass ich da was vergessen habe. Aber das werden wir in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich sehen. Aber wie es halt eben so ist, kommt man zu was, man kommt zu nix. Aber dafür habe ich jetzt mal die Alligatoren genutzt und Jack Bericht erstattet. Los, Jack. Hä? Wo sind du? Hallo, Jack? Ah, jetzt geht's. Ich habe die Wette gewonnen. Ja, das hast du. Du hast es diesen Bestien richtig gegeben. Hier hast du deinen Ring. Ring der Steinhaut. Okay, danke, Alligator Jack. Und danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich bedanke mich. Gebt einen Kommentar, einen Daumen und guckt weiter. Ich freue mich. Tschüss.